Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Heute möchte ich euch mal was Kleines zeigen, was der Jonas mal irgendwann bekommen hat, zum Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer. Und zwar handelt es sich um diese Murmelbahn. Dieses Ganze nennt sich Gravitrax und davon gibt es viele verschiedene Erweiterungen. Wir haben alles selber bezahlt, das ist also kein Placement. Das Werbung, was hier oben steht, ist einfach nur, weil ich den Namen nenne, also nicht wundern. Genau, und da kann man halt hier, das ist jetzt das Starter-Set. Ich glaube, das kostet irgendwie um die 45 Euro. Da hat man hier so ein paar Sachen halt drin, um eine Murmelbahn zu bauen. Und dann gibt es ja so Erweiterungen mit ein paar Höhen und ein paar mehr Schienen und Kugeln. Dann haben wir noch so ein Trampolin und dann gibt es ja noch so einen Aufzug und sowas. Ja, und Jonas hat jetzt mal eine vorbereitet und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, dann probieren wir mal. So. So, der erste hat geklappt, dann drückt man hier auf den Aufzug. So, und nochmal auf den Aufzug. Genau. So, das war jetzt nur ein kleiner Teil. Wie gesagt, davon kann man sich natürlich ganz viele Erweiterungssets kaufen und ja, dann halt wirklich eine schöne große bauen, wenn man das möchte, wenn man ein bisschen Geduld dazu hat. Es gibt viele Varianten, wie gesagt, es gibt auch noch, ich weiß gar nicht, irgendwie ein Katapult und solche Geschichten. Also es gibt noch einige Erweiterungssets, die wird Jonas vielleicht auch im Laufe der Zeit bekommen, aber das ist jetzt erstmal das, was er hat. Wir finden es eine echt coole Sache, es ist mal eine andere Murmelbahn, wo man halt auch ein bisschen kreativ sein kann und was preislich immer funktioniert. Also das Erweiterungsset zum Beispiel, das hat jetzt 19 Euro gekostet, ich glaube das kleine kostet 10 Euro. Also man gibt jetzt eine Unsumme an Geld aus und wie gesagt, man kann ja echt ein bisschen kreativ sein. So, ansonsten war es das mit meinem kleinen Video. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, lasst da gerne einen Daumen da, gerne auch abonnieren und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.